Also die Dame hat hier ein selbstgebasteltes Schild. Was wollen Sie mit dem Schild aussagen? Ich will damit aussagen, dass sie erstens mich nicht in die rechtsradikale Ecke, in die der gefährlichen Demonstranten schieben lassen, so wie wir alle da. Wir stehen alle für irgendwas. Ja. Ich stehe auch für unsere Kinder. Ich habe selbst eine 13-jährige Tochter. Ich kriege da ganz viel mit, dass sie sich immer mehr zurückzieht. Natürlich, Pubertät ist auch schwierig, aber sie hat selber jetzt gesagt, Mama, es ist so schwierig, gerade aushalten, alles mit der Schule, mit der Maske. Ihre Freunde kann sie nicht so sehen, wie sie will, weil wir haben leider in unserem Schulumfeld viele Eltern, die einfach nicht hinterfragen, ja, nicht sich darüber Gedanken machen, ja, was eigentlich gerade passiert, und ihre Kinder sehr isolieren. Ja. Das heißt, man hat sich viel zu lange nicht für die politischen Entscheidungen interessiert, man hat zu lange weggeschaut. Richtig, und genau. Und das ist jetzt dann der Grund, warum wir hier stehen müssen. Richtig, genau. Weil es in eine Richtung geht, die wir nicht mehr für gut heißen können. Das ist richtig, absolut. Und es ist ja nicht nur, es geht ja nicht nur um uns Eltern, es sind ja auch Pflegekräfte, wenn man schaut, mit dabei, die sich um die Bewohner kümmern, am Heiligabend zum Beispiel unentgeltlich in die Pflegeheime gehen. Ja. Ja. Es sind Unternehmer da. Meine Freundin hat 3 Monate gehofft und gebetet, dass sie endlich den Überbrückungskredit bekommt. Ja, wir haben ja alle verschiedene Motive. Und wir können uns sonst kein Gehör verschaffen in Wahrheit, weil wenn wir uns mit einer E-Mail auseinandersetzen würden, die würde die Rundordner landen. Blendet Ihnen die Sonne, sollen wir vielleicht in die andere Richtung schauen? Ja, damit, bitte, das weil man kann Ihre schönen Augen leider sowieso nicht sehen durch die Sonnenbrille, aber vielleicht ist es jetzt angenehmer. Ja, jetzt ist schon viel besser. Weil ich schaue meinem Gegenüber gerne in die Augen, ja, rein, weil dann sieht man, was er für eine Seele hat. Ne? Genau, ja. Na, und was erwarten Sie sich heute von dieser Demo? Warum sind Sie dabei? Haben Sie da was auf Facebook gelesen? Oder? Genau, richtig. Ich habe gelesen einen Aufruf für den Spaziergang heute. Und was ich mir erwarte von den Spaziergängen, ist der Austausch. Wie geht es den Leuten? Ja, man kommt in Kontakt. Die Vernetzung. Die Vernetzung, ja. Man wird ja zensiert im Internet mittlerweile. Man hat ja ganz schwer Möglichkeit. Ja. Und es ist toll, Geschichten zu erfahren und zu wissen, was passiert wirklich. Wie geht es den Menschen da draußen? Ja. Mit welchen Einzelschicksalen kämpft da jeder? Und das sind recht viele Schicksale. Geht's jetzt los, oder was? Aha. Wie spät haben wir schon? Ja, ich sage einmal danke vorerst, vielleicht sehen wir uns am Abschluss noch, dass wir das fertig führen, das Gespräch. Ja, es ist 14 Uhr, jetzt geht's los, wir schauen uns